Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Einer trage des anderen Last. Das ist unser Wochenspruch. Und diesen Spruch hat auch der Bundespräsident zur Eröffnung des letzten evangelischen Kirchentages in Nürnberg gleich zu Anfang gesagt. Ich denke mal, das passt zu unserem Land, wo wir doch ein Wohlfahrtsstaat sind, ein Sozialstaat. Mit unseren sozialen Absicherungen bei Krankheit, bei Unfall, bei Arbeitslosigkeit, im Alter, durch die Rentenversicherung, durch das Bürgergeld jetzt, durch Sozialhilfe. Ein Schutz vor Armut. Das gab es aber auch schon viel eher, schon zu Zeiten Mose. Mose hat ganz deutlich gemacht, dass er sagt, wenn jemand verarmt und dich bittet, ihm etwas zu leihen, so sollst du ihm das auf keinen Fall verweigern und auch nicht zurückfordern, wenn das sogenannte Erlassjahr ansteht. Im Erlassjahr wurden nämlich alle Schulden wieder auf Null gesetzt. Also, wenn das so lange gedauert hat mit dem Leihen, dann darf er nicht sagen, so, aber jetzt reicht es mir und auch wenn das Erlassjahr kommt, dann musst du mir das zurückgeben. Nein, da gibt es keine Tricks, so heißt es bei Mose. Das hat auch Jesus aufgegriffen in seiner Bergpredigt und sogar noch verschärft. Wer dich bittet, dem gib, sagt Jesus, und noch weiter. Und wer dir das Deine nimmt, der hat ja gar nicht gebeten, dem fordere es nicht zurück. Das ist noch eine Verschärfung. Und er begründet es so, wenn ihr nur euren Wohltätern wohltut, was ist da schon Besonderes dran? Dasselbe tun auch die Sünder. Oder wenn ihr denen leiht, die euch auch etwas leihen, was ist da schon Besonderes dran? Das tun die Sünder auch, denn die Sünder leihen untereinander auf Gegenseitigkeit. Vielmehr, segnet die euch fluchen. Tut wohl denen, die euch hassen. Leihet euren Feinden und bittet für die, die euch beleidigen. Und widerstrebet nicht dem Bösen. Das ist neu. Das ist nicht Altes Testament. Widerstrebet dem Bösen, das kennen wir. Wenn irgendwie einer da kommt und irgendwie widerstrebet nicht dem Bösen. Das ist neu bei Jesu Botschaft. Und nicht im Klein-Klein durch Gesetze geregelt bleiben, sondern erkennen, dass Jesus, dass Gott es gut mit seinen Menschen meint, wenn er ihnen ihre Schuld vergeben will und sie dann auch befähigt, selbst Gutes zu tun. Gutes zu tun, sogar den Feinden. Na, kann man sagen, den Feinden, ich habe keine Feinde. Das haben vielleicht die Russen oder die Ukrainer oder irgendwelche anderen im Krieg. Wenn wir uns das aber auf unsere persönliche Situation beziehen, ist das schon schwieriger. Gutes tun den Gaunern, die uns irgendwie belügen und die uns irgendwie hintergehen. Gutes tun den Vordränglern an der Kasse oder im Verkehr. Oder Gutes tun vielleicht sogar auch in Gedanken den Diktatoren, die alles Mögliche anzetteln an Kriegen. Widerstrebet nicht diesen Bösen, ist das Novum seit Christus. Das gab es vorher nicht. Und alles andere, nett und freundlich sein zu Gleichgesinnten, das gibt es in allen Religionen, das gibt es auch in allen gesellschaftlichen Formen.
Und nicht gleich losschlagen, das entspricht auch unserer heutigen Zivilisation. Aber irgendwann, wenn es ans Eingemachte geht, eben doch, wie früher, zu allen Zeiten, wie in der Steinzeit, auch heute, als der Präsident des Kirchentages, nicht der Bundespräsident, sondern der Präsident des Kirchentages, nämlich sagte, wenn es ans Eingemachte geht, eben bei ihm die Freiheit, hört der Spaß auf, wird zurückgeschlagen, auch mit Militär. Das hat er auf dem evangelischen Kirchentag in Nürnberg gesagt. Noch einmal, das, was er da gesagt hat, das entspricht sämtlichen Konventionen aller Gesellschaften. Das Wesentliche eines Staates, ob nun Demokratie oder Diktatur oder wie immer organisiert, wird bis zum Letzten verteidigt. Natürlich mit allen Mitteln, auch und gerade mit Waffen, auch und gerade mit dem Blut, dem Opfer der Soldaten, angestachelt vom jeweiligen System. Nun hat aber das überhaupt nichts mit Jesus Christus und seinem Reich zu tun. Jesus sagte immer wieder, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Es kann nicht mit menschlicher Macht erkämpft und verteidigt werden. Und wir, durch die Vergebung Geretteten, gehören zu seinem Reich, sind damit Gottes Kinder. Wir sind in der Welt, wie einst Jesus, aber nicht in diesem Sinne von der Welt. Wir bezahlen unsere Steuern, wie auch Jesus. Wir machen aber keine Aufstände gegen Staat und Gesellschaft, wie auch Jesus nicht. Jesus hätte doch allen Grund gehabt, endlich mal seinen jüdischen Freunden die Befreiung von diesen scheiß Römern zu geben. Hat er nicht. Darauf haben die gewartet. Jesus sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wir kämpfen auch nicht dafür, weder für Staat noch Kirche. Dazu gibt es seit Jesus keinen Auftrag und in den ersten rund 200 Jahren nach Christus kam es keinem Christen in den Sinn, sich selbst mit Waffen zu verteidigen oder gar für den Staat zu kämpfen. Das ist erst danach passiert. Wie können zum Beispiel Ukrainer und Russen noch das Vaterunser beten? Wo es doch heißt, und vergib uns unsere Schuld, wie wir auch denen vergeben, die an uns schuldig geworden sind. Das heißt, Gottes Vergebung gibt es nicht zum Nulltarif, sondern nur, wenn wir bereit sind, auch denen zu vergeben, die an uns schuldig geworden sind. Das hat Jesus eindeutig im Gleichnis vom sogenannten Schalksknecht klargemacht, wo er die Geschichte von zwei Lohnabhängigen erzählt. Der eine ist stark verschuldet bei seinem Arbeitgeber, bei seinem Chef, und der andere ist nicht so stark, aber auch verschuldet bei seinem Mitknecht. Und nach einer gewissen Zeit hat dann der Arbeitgeber, der Chef, den stark Verschuldeten, bei ihm stark Verschuldeten, zu sich gerufen, hat gesagt, meine Geduld ist zu Ende, zahle mir endlich mal die Schulden zurück. Sonst werde ich dich und deine ganze Familie verkaufen. Da fiel dieser Knecht auf die Knie und bat noch um Geduld und sagt, ich werde dir alles zurückzahlen, hab aber noch etwas Geduld. Und das rührte den Chef so, dass er nicht nur diese Geduld hatte, sondern ihm sogar alle seine Schuld erließ. Und dann ging dieser so erleichterte Mensch raus und sah dann gerade seinen Mitknecht, der ihm auch etwas schuldete, und sprang auf ihn zu und würgte ihn, so heißt es in der Geschichte von Jesus, und sprach, gib mir alles zurück, was mir gehört. Und der fiel auch vor ihm nieder und sagte, hab noch etwas Geduld. Nein, sagte er und warf ihn ins Gefängnis. Und als das der Chef hörte, wurde er sehr zornig
über diesen Mitarbeiter und so beim Evangelisten Lukas, ließ ihn ins Gefängnis werfen, so lange, bis dass er alle seine Schulden bezahlt hätte. Und weiter sagt Jesus, so wird euch mein himmlischer Vater auch tun, wenn ihr nicht vergebet von Herzen. Wir kennen das sicherlich, wenn wir diesen unsympathischen, diesen Feinden in Anführungsstrichen etwas Gutes tun, dann hat das häufig auch positive Auswirkungen, nicht nur auf uns selbst, sondern auch auf den anderen, dass der irgendwie in sich geht und sagt, ja, also tut mir leid, ich werde mich auch ändern und ich mache alles gut. Das ist aber nicht immer so. Wie ist das denn, wenn wir, obwohl wir vergeben haben, obwohl wir das tun, was Jesus sagt, leihet euren Feinden, tut wohl denen, die euch hassen, wenn nichts zurückkommt, wenn sich da nichts ändert, wenn wir sogar Schaden erleiden, nicht finanziell, sondern vielleicht sogar bei Frauen vergewaltigt oder bei Männern geschlagen oder bis hin ermordet werden. Was ist denn dann? Da sagt Petrus in seinem Brief an die Gläubigen in Kleinasien, wenn ihr solches Unrecht erleidet, obwohl ihr euch nicht gewehrt habt, dann ist das eine Gnade Gottes und gleichzeitig ein Zeugnis für die Welt, was christlicher Glaube vermag, welche Kraft er denen gibt, das auszuhalten. Und dann sagt er weiter, und in Jesus haben wir doch ein Vorbild. Warum soll es uns anders gehen als Jesus? Das ist das eine, dass wir beauftragt sind, Gutes zu tun und dadurch auch ein Zeugnis sind für die Welt. Und das andere ist doch, wenn es so weit kommt, dass wir nicht nur geschlagen oder wie auch immer gedemütigt werden, sondern sogar unser Leben verlieren. Was ist denn dann? Ist dann alles aus? Nein, das wissen wir doch. Auch wenn wir auf natürliche Weise umkommen, sterben, alle von uns werden das, das kennen wir. Was ist denn dann? Ist dann alles aus? Mitnichten. Nach dem Tod fängt doch das Leben mit Gott, mit Jesus im Himmel, ohne Schmerzen, ohne diese ganzen Dinge, die uns hier belasten, erst richtig an. Ewige Freude, wie schon die Propheten im Alten Testament geweissagt haben. Altes Testament, alter Bund. Gott hat mit Abraham, Isaak und Jakob, mit Israel seinen alten Bund geschlossen, um einmal diesen Menschen zu zeigen, was er vermag in einem System eines Volkes, wir würden heute sagen eines Staates, wenn man sich nach seinen Regeln verhält, wenn man diese Dinge, die rundherum passiert sind in den anderen Völkern, wie Menschenopfer, sexuelle Ausschweifungen und den albernen Götzendienst ablegt und hin zu einem guten Miteinander ohne Kampf und Streit, dann ist das, was damals auch Israel gepredigt wurde, schon ein Vorbild auch für unseren Sozialstaat. Wir wissen das auch, die 10 Gebote sind im Grunde auch Basis unseres Sozialstaates. Und mit gemeinsamen Feiern und Gottesdiensten, so geht es jedenfalls im Alten Testament weiter, und dann weiter, ja hin zu ewigen Frieden und Freude ohne Ende, wo Wolf und Schaf nebeneinander grasen und keiner mehr Angst hat. Aber dieses Ideal, von den Propheten ausgemalt, stellte sich nicht ein, bis heute nicht. Gesetze können das nicht regeln. Es soll sich erst durch den Messias erfüllen. Und wie wir wissen,
ist Jesus Christus der Messias. Aber wo ist nun sein Reich mit Frieden ohne Ende heute? Es fängt inwendig in uns an, wenn wir uns Gott und seiner Vergebung öffnen und die so erfahrene Barmherzigkeit weitergeben, allen gegenüber. Daraus besteht das neue Volk Gottes und der neue Bund mit Gott. Und der Frieden Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.